Das Kunsthistorische Museum Wien besitzt eine der größten Sammlungen an Bildern des flämischen Barockmalers Peter Paul Rubens. Im großartigen Werk dieses Künstlers nimmt ein Gemälde eine herausragende Stellung ein. Es ist besonders ungewöhnlich und zu einer Art Ikone für das Werk Rubens insgesamt geworden. Das um 1637 geschaffene Bildnis seiner zweiten Frau Helena Fourmont, welches Rubens selbst das Pelzchen nannte. Tatsächlich war die junge Helena für Rubens die inspirierende Muse in seinem letzten Lebensjahrzehnt und er hat sie wiederholt gemalt. Peter Paul Rubens lebte in einer prüden Zeit und war trotzdem oder gerade deswegen für die sinnliche Darstellung von verführerischen Frauen berühmt. Seine Zeitgenossen wünschten sich ausdrücklich solche Gemälde. Dennoch war das Pelzchen ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Eine angesehene Bürgerin hätte sich so nicht porträtieren lassen. Rubens malte dieses Gemälde nur für sich. Wenn Sie sich das Pelzchen anschauen, man kann nicht wegschauen. Die ist voll hier und er hat wirklich eine Meisterschaft, die unterschiedlichen Texturen, Oberflächen sehr fürs Auge schön herauszuarbeiten. Also die Perle ist ganz glatt und kühl und ihre Haut ist wunderbar weich und warm. Der Pelz hat wieder eine andere Textur und das Ganze schafft er mit einem sehr offenen, freien Pinselstrich, der sehr ökonomisch vorgeht. Rubens arbeitete über 2 Jahre immer wieder an dem Bild seiner Frau und stellte dabei die Komposition öfter um. Er begann mit einem Halbporträt, wie er es hier bei Tizians Mädchen im Pelz gesehen hatte, stückelte später aber weitere Platten Eichenholz hinzu, um Helenas ganzen Körper zeigen zu können. Jüngste technologische Untersuchungen an dem Bild konnten sogar ein Geheimnis lüften. Eigentlich wird seit Jahrzehnten die Frage diskutiert, wo steht Helena? Weil in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts nach einer Restaurierung ist ein Löwenmascaron im Hintergrund aufgetaucht, aus dessen Maul Wasser kommt. Und das passt eigentlich nicht zu dem roten Teppich, auf dem sie steht. Ein sogenannter Makroröntgenfluoreszenzanalyse-Scan enthüllte, dass die schöne Helena einmal draußen gestanden sein muss. Vor einer barocken Brunnenarchitektur mit einem kleinen Buben als Krönung, der sein Hemdchen zum freihändig Pinkeln rafft. Die sexuelle Andeutung und Fruchtbarkeitssymbolik, die dieser Mannequin Peace ins Spiel brachte, war Rubens dann aber doch augenscheinlich zu viel oder zu direkt. Und deshalb hat er sich wahrscheinlich entschieden, wirklich das Ganze abzudunkeln, vollkommen abzudunkeln und so den Fokus auf ihren Körper zu setzen. Der 53-jährige Rubens heiratete die 16-jährige Tochter eines wohlhabenden Seiden- und Tapisseriehändlers im Dezember 1630. In einem Hochzeitsgedicht wurde sie hierauf mit der griechischen Helena verglichen, deren Schönheit zum Trojanischen Krieg geführt hatte. Denn mit seiner Antwerpener Helena, so der Meister, besäße er das Abbild unübertroffener Schönheit. 4 Kinder gingen aus dieser Ehe hervor, von denen eines erst nach seinem Tod geboren wurde. Im Urteil des Paares stellte Rubens seine Frau als Venus, die Göttin der Schönheit, dar. Schönheitsideale wandeln sich im Laufe der Jahrhunderte. Auch das ist sehr diskutiert, aber ich finde, dass sie eine sehr selbstbewusste Frau ist, weil sie den Betrachter wirklich anschaut. Ich meine, sie ist ziemlich nackt, präsentiert ihre üppigen Brüste auch und steht einfach da und schaut den Betrachter an. Und das ist schon sehr gelassen und selbstbewusst.